Herr Amstutz hat schon eure Seite gesagt, relativ leichtfertig, dann wird halt der Bundesrat wieder auf das Brüssel reisen und würde denen das erklären und das alles neu verhandeln. Aber du wirst ja selber, so einfach wäre das vermutlich nicht. Oder? Ja, aber die Regierung ist ja nicht gewählt, für es einfach einfach zu haben. Für das brauchen wir keine Regierung. Oder? Wir haben eine Regierung gewählt, die Volksaufträge auszuführen hat. Und zwar auszuführen, so wie das Volk hat beschlossen, und nicht das Gegenteil, wie zum Beispiel bei der Ausschaffungsinitiative. Und darum ist es wesentlich, dass das Volk jetzt ein Ja sieht zu der Initiative, am Bundesrat den Auftrag gibt, die Verhandlungen zu führen. Aber das kann man nicht so machen wie unser Wirtschaftsminister, der gestern in Deutschland war, in Berlin Wallfahrt, oder? Unter dem Titel Personenfreizügigkeit bleibt, verspricht er, Schneider Ammann, vor den Medien, er habe klar gemacht, dass die Abstimmung im Sinne des Bundesrates ausgehen werden. Frauen und Männer, das ist einfach nicht mehr normal, was in dem direkt demokratischen Land Schweiz abgeht. Und da muss ich schon sagen, da muss ich einfach den Bundesrat daran erinnern, wie die Hierarchie ist in diesem Land. Die Hierarchie ist nicht da oben ist der Bundesrat, dann kommt lang niemand und dann kommt das Volk. Sondern die Hierarchie in diesem Land ist genau umgekehrt. Die Hierarchie ist da oben ist das Volk, und dann ist das Parlament und dann ist die ausführende Behörde. Und ich finde es eine Anmassung und eine Zumutung, gut, wenn ein Wirtschaftsminister auf Berlin pilgert. Gut. Auf Berlin pilgern, ja, Gott sagen, das ist in Zeitung gestanden, das ist Berichterstattung. Nein, das ist NZZ. Ja, okay, gut. NZZ von heute.